Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. So, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man jetzt hier schnell nochmal das Symbol zu diesem LED-Treiber, den wir gerade in Footprint gezeichnet haben, erstellen. Wir müssen jetzt darauf achten, ich mache mal hier den Footprint-Editor auf. Wir müssen jetzt darauf achten, dass natürlich die Pins hier richtig zugeordnet sind. Also 1 sollte dann eben auch hier wie im Datenblatt, gehe ich davon aus, dass das hier der Pin 1 ist, also S-Bat, Bat, VSS und LX, dass wir die hier entsprechend richtig zuweisen. Dann ansonsten müssten wir das noch ändern. Ich gehe aber davon aus, dass ich richtig liege, denn wir haben ja hier unten die Frontansicht gezeichnet und ich gehe davon aus, dass das hier die Ansicht von unten ist. Also wenn man von unten auf das Bauelement drauf schaut, sollte das so sein und dann wäre das also hier von links nach rechts gesehen S, Bat, Bat, VSS und LX. Gut, ich lege mir mal hier mein Datenblatt wieder auf die rechte Seite. Ich habe es mir auch im Hintergrund schon gedownloadet. Und jetzt mache ich hier erstmal wieder zu und dann zeige ich euch hier das Symbol. Hier im Symboleditor auch wieder ganz normal wie im Layout und Footprint Editor hier links die Einstellungen, immer dasselbe mit Ein- und Ausblenden, Maßeinheiten, Fadenkreuz und rechts die Werkzeuge und hier oben noch einige Eigenschaftsbearbeitungssymbole oder Funktionen für das Symbol selbst. Ich habe mir hier schon mal eine Bibliothek erstellt, auch das wieder selbsterklärend hier, neue Bibliothek, kann man global oder projektbezogen erstellen. Die habe ich auch wieder genannt hier my-LED-Treiber und hier könnte ich natürlich jetzt mehrere Treiber reinstellen. Ich habe mal hier den ersten erstellt, hier diesen QX5252F. Und ich möchte das jetzt hier wiederholen. Ich mache einfach hier ein neues Bibliothek-Style. Ich möchte jetzt ein neues Symbol zeichnen. Und dann sagt er hier keine Symbolbibliothek gewählt hier oben. Das ist richtig. Ich muss also hier erst einmal diese Bibliothek anwählen, dass es so blau hinterlegt ist. Und wenn ich jetzt sage neu, geht hier so ein Fenster auf. Ich nenne jetzt das Bauteil, da ich es ja schon mal probehalber erstellt habe, QX 5252 F-1. Ich kann ja nicht denselben Namen vernehmen. Ihr macht das dann natürlich, lasst die 1 natürlich hinten weg. Hier hinten als Referenzbezeichner lasse ich mal das U jetzt der Einfachheit halber drin. Ich weiß jetzt nicht, wie man so einen LED-Treiber als Referenzbezeichner benennt. Ich lasse es mal als U. Hier kommt normalerweise rein dann R für Widerstände, C für Kondensatoren, L für Spulen und so weiter. Das lasse ich mal so. Package lassen wir auch auf 1. Wir haben ja nur ein Package im Bauteil drin. Das heißt, hier diese Zahl ändert sich nur dann, wenn ich zum Beispiel einen Op-Amp habe. Die gibt es ja als Dual- oder Vierfach-Op-Amps und die haben dann immer nur eine Spannungsversorgung, aber vier Einzeleinheiten, also vier Operationsverstärker. Dann könnte ich hier auf 4 gehen, dann würde jetzt hier KiCad nur eine Spannungsversorgung erzeugen und diese dann aber an die vier einzelnen Op-Amps anschließen. Soweit dazu. Hier die Einstellungen sind weitestgehend selbsterklärend, mache ich vielleicht aber nochmal ein Video dazu, wenn ich hier auf ein Op-Amp eingehe. So, das lassen wir erstmal und wir sagen, okay, jetzt wird hier ein neues Modul erzeugt oder ein neues Symbol erzeugt. Wir schieben erstmal unseren Zeichner weg und wir gehen hier rechts auf Pins zuweisen. Bevor wir hier Pins zuweisen, schauen wir bitte ins Raster. 1,27 mm, ganz wichtig, immer dieses Raster benutzen, damit ihr kompatibel seid zum Rest der Welt. Wenn ihr hier andere Raster nehmt, kann es unter Umständen passieren, dass ihr dann in Teufelsküche kommt, wenn da irgendwo an die Raster nicht passen. So, ich wähle das jetzt mal hier aus. Ich sage hier einfach erst einmal S-Bat, das war ja der erste Pinname. Nummern vergebe ich noch nicht, ich begebe auch noch nicht den elektrischen Typ des Pins, das könnte ich jetzt hier tun. Bei 4 Pins ist das auch kein Problem, aber wenn ihr mal viele Pins habt, dann müsst ihr das hier jedes Mal einstellen, kommt da irgendwann durcheinander. Es gibt da eine einfachere Möglichkeit, zeige ich gleich. So, also erster Teil,
Zweiter Streich, den nennen wir hier Butt. Zack, legen den entsprechend hier ab. Dann kommt hier VSS oder kann ich auch Ground nennen. Hier ist er als Ground bezeichnet. Dann nehmen wir da auch GND. Und dann haben wir noch den LX. Und auch den setzen wir hier unten einfach mal ab. Wichtig beim Symbole zeichnen. Der Strom fließt immer von oben nach unten, also positive Spannungen hier oben dran, negative Spannungen nach unten oder den Ground nach unten, also in der senkrechten Flucht. Und der Signalverlauf, also Eingänge von links nach rechts, auf die linke Seite nach Möglichkeit immer die Eingänge, auf die rechte Seite immer die Ausgänge. Ja, sodass ich also hier in einem Schaltplanblatt immer oben eine Spannungsversorgung, meine plus 5 oder 10 oder was auch immer wollt, hinlegen kann und unten in der Regel meine Minus oder mein Ground hinlegen kann und dann von oben nach unten verbinden kann über die Symbole und von links nach rechts den Signalfluss vom Eingang zum Ausgang des jeweiligen Plans. So, deswegen legen wir jetzt mal unseren Ground hier nach unten. Ich wähle den an, sage Move für Bewegen. Mit R drehe ich ihn mal rum. Legen wir das Ganze jetzt hier so ein bisschen ab. Die Batterie laut dem Datenblatt erscheint mir hier eigentlich als eher ein Ausgang und mein Eingang oder mein S-Bud. So, Move setzen wir mal so hin. Und jetzt sehen wir natürlich schon eins, wenn ich das so mache, habe ich ein unwahrscheinlich großes Symbol. Ja, dann komme ich hier mit meinen Symbolgrößen natürlich in Teufelsküche. Und deswegen machen wir hier mal die Ausnahme. Wir setzen den Ground wieder hier rüber. Ja, ich wollte euch das nur zeigen. Da muss man ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Wir setzen aber den Ground trotzdem mal hier nach unten, dass wir ihn dann besser anschließen können. Batterieausgang setzen wir dann mal hier hin und auch mit dem S-Bud, wenn ich das jetzt hier hinsetze, dann wird das ein riesengroßes Modul, sieht zusammengeklatscht aus, Symbol, das sieht natürlich nicht schön aus, deswegen machen wir das hier wieder, setzen wir das auch so dran, dann haben wir hier eine halbwegs vernünftige, ne, Verteilung und unsere Symbole werden nicht so groß und verbrauchen unwahrscheinlich Schaltplanplatz. So, jetzt habe ich mir das also mal so einigermaßen hin platziert. Ich speichere mal hier zwischen. Dann gehe ich hier oben auf die Pin-Tabelle und hier sehe ich nämlich jetzt sämtliche Pins in einer Übersicht und jetzt kann ich die hier zuweisen. So, wir haben gesagt, S-Bud ist der Pin 1. Dann haben wir gesagt, Bud ist laut Datenblatt die 2. Der Ground oder VSS die 3 und LX ist hier die 4. Soweit, so gut. Dann müssen wir jetzt hier noch die entsprechenden Eingänge beschalten oder die PIN, die Eigenschaften zuweisen. S-Bud kommt hier von einer Solarzelle, positiv connected to Solar Cells, also sage ich jetzt hier als Stromversorgung, geht hier rein. LX ist der Schalt, also Power Switch Drain. Ich gehe davon aus, dass das ein Eingang ist. Wenn ich dort eine Spannung anlege oder wegnehme, wird dort entsprechend ein- oder ausgeschalten. Ground gehört natürlich auch zur Stromversorgung. Fließt zwar Strom raus, ist aber trotzdem eine Stromversorgung. So, und jetzt haben wir hier noch die Batterie, die nehmen wir als Stromausgang. Wir wollen ja die Batterie laden, also da kommt dann Strom raus. Also definiere ich die jetzt mal als Stromausgang. Dann sagen wir OK. Jetzt sehen wir auch, dass sich das hier schon geändert hat. Jetzt müssen wir hier über die ganze Sache noch einen kleinen Rahmen ziehen. Da kann ich hier schon schön sauber mit meinem Raster arbeiten. Leg das hier rein. Gehe auf, wenn solange der Rahmen noch markiert ist, rechts auf Eigenschaften, sage hier mit Körper Hintergrundfarbe füllen, das macht die ganze Sache recht anschaulich
Und damit wäre eigentlich mein Symbol hier schon soweit fertig gezeichnet. Abweichend von senkrecht Stromeingang und grauen Stromausgang habe ich das jetzt hier seitlich dran gezeichnet. Ich kann natürlich dann mit der Leiterbahn oder mit dem Wire hier entsprechend nach unten springen. Das macht aber eben mein Symbol kleiner. Gut, soweit so gut. Jetzt gehen wir hier in die Eigenschaften rein. Wir haben die Referenz. Als Wert trage ich jetzt mal hier ein QX5252 Foxtrot. Als Footprint weise ich jetzt natürlich mein TO94 zu. Den habe ich hier schon mal rausgesucht. Also hier nach MyFiltern. Package und dann habe ich hier mein TO94. Ich könnte jetzt auch das andere TO94 nehmen. Ich nehme natürlich mein schön gezeichnetes. Doppelklick drauf. Damit ist dieser Footprint jetzt fest zugewiesen und jedes Mal, wenn ihr diesen QX5252 hier importiert, wird automatisch gleich dieser Footprint dazu genommen. So, jetzt haben wir noch unser Datenblatt. Auch das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das habe ich mir ja gedownloadet. Ich gehe also hier in mein KiCad 7 rein. Wir haben ja hier den Ordner Datenblätter. Ich kopiere mir als erstes mal hier den Ordner Datenblatt raus. Gehe dann hier nach wieder ins KiCad rein. Kopiere mir das erstmal hier hinter. Sage dann hier einen Slash und gehe dann auch auf den Dateinamen. Sage F2, Steuerung A, alles markieren. Steuerung C, damit habe ich auch den Dateinamen kopiert, kann ich jetzt hier wieder zumachen. Hier den Slash nicht vergessen, beziehungsweise den Backslash für die Windows-Leute. Und dann kann ich hier das einfügen und sage OK. Und jetzt kann ich das auch gleich testen, hier oben über diesen Button. Datenblatt im Webbrowser öffnen und wenn ich das hier draufklicke, holt er sich das hier von der Festplatte und wir sehen, hurra, hurra, unser Datenblatt wird eingeblendet. Das kann ich dann auch im schematischen Zeichnen gleich verwenden, wenn ich da mal was nachschauen will. Ist eine wunderbare, schicke Geschichte. So, dann ziehen wir uns hier mal noch die ganzen Informationen ein bisschen ran. Wir sehen hier unterlegt grau die entsprechende den zugewiesenen Footprint, das zugewiesene Datenblatt, auch das lege ich mal hier unten ab. Die werden hier entsprechend nicht angezeigt und ich ziehe mir natürlich hier meine Bezeichnung runter. Die lege ich jetzt mal hier hin und den Unit-Bezeichner dahin. Dann können wir das Ganze nochmal speichern. Wenn ich jetzt hier so einen Pfad zu einem Datenblatt oder etwas anderes angezeigt haben möchte, könnte ich natürlich jetzt hier drauf gehen und sagen, hier zeigen. In dem Moment, wenn ich den Haken setze, würde das jetzt auch immer mit eingeblendet werden. Allerdings auch im Schaltplan und da sieht das nicht unbedingt schön aus. Also hier kann ich nochmal die Eigenschaften von dem Wert, der hier in der Tabelle eingetragen ist, nochmal auswählen, ob er angezeigt wird oder nicht. Und entsprechend ist das dann hier so ausgegraut dargestellt oder eben sichtbar. Gut. Wir speichern das Ganze, machen nochmal eine Prüfung, sagen hier, okay, keine Symbolprobleme gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass es passt. Gespeichert ist es und damit wäre auch das Symbol zum Footprint fertig. Und ich könnte das jetzt also jederzeit in einem Schaltplan verwenden. Machen wir es mal auf. Dann gehen wir mal hier auf Hinzufügen und wir sagen jetzt QX525. Da ist er dann. Ich nehme jetzt mal hier meinen neu gezeichneten. Wir sehen, hier unten wird sofort schon der Footprint mit eingeblendet. Und wenn ich jetzt sage, okay, kann ich den hier also ablegen. Ich gehe mal auf Abbrechen. Ich kann jetzt hier rechts über D-Datenblatt anzeigen, mir wieder mein Datenblatt anzeigen lassen. Und wenn ich hier in die Footprint-Zuordnungswerkzeug ausführe, dann will er natürlich erstmal eine Annotierung. So, und jetzt könnte ich jetzt hier für meine ganzen Bauelemente Footprints zuweisen. Für diesen QX525 brauche ich es nicht mehr. Er hat das hier schon automatisch übernommen. Und damit ist eigentlich das Problem gelöst. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Winke, winke. Bis demnächst.